Deine Jacke sieht richtig geil aus, finde ich. Bruder, weißt du, 600 bis 800 habe ich geholt. Was ist überhaupt mit diesem Kreuz passiert? Oh mein Gott. 600 bis 800 habe ich geholt. Halt. Liebe Freunde, bevor es losgeht, ihr wisst Bescheid. Am 24., das ist der Sonntag, geht meine dritte Kollektion an den Start. Momentan aber schon die zensierte Homepage maximilian.eu. Hier könnt ihr, wenn ihr euch traut, die Produkte jetzt schon bestellen und somit safe sein, dass ihr noch was bekommt. maximilian.eu, schnell was holen, bevor alles weg ist. Und jetzt kann es weitergehen. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, es hat lange gedauert, wobei es hat gar nicht so lange gedauert, denn das letzte Reaction-Video war das mit Luca Concrafter, als er sich um 25.000 Euro eine Jacke kaufen wollte. Gott sei Dank hat er das getan? Hat er das nicht getan? Ich bin schlecht informiert. Allerdings habt ihr die 15.000 Likes, die aufgerufen wurden, damit ich mir einen Rucksack und zwei einen... Okay, heute wieder komplett behindert. Einen Rucksack um 2000 Euro kaufen sollte, den ich mir auch noch kaufen möchte. Allerdings entpuppt sich das Ganze sehr, sehr schwierig. Denn der Plan war, den Rucksack so einzukaufen. So wie es einige von euch schon vermutet haben, geht aber leider nicht, denn man kann den Rucksack nur online bestellen. Die haben den im Louis Vuitton Store nicht. Allerdings möchte ich mir sowieso den neuen Louis Vuitton Taschenrucksack-Dingsti von Virgil Abloh kaufen, denn der hatte ja neu designt. Schaut viel cooler aus, aber es soll gar nicht das Thema sein. Was ich noch sagen möchte, bevor wir direkt hineindiven in ein Video, das ihr euch alle gewünscht habt. Ich habe 1000 Nachrichten bekommen. Reagier auf das neue Video von Mahan, denn hier sind wieder mal Fakes zu sehen. Nein! Werden wir uns gemeinsam anschauen. Ich habe auch kurz schon hineingelunzt, aber habe mir das Ganze aufgehoben für euch natürlich. Hab hier noch kaum was gesehen. Also wenn es 10 Sekunden waren, ist das viel. Wir schauen da direkt mal gemeinsam ein. Der Off-Fight-Pullover. Wie viel ist dein Outfit wert? Bro, how much is your outfit worth? English skills einmal on point. Bro, how much is your outfit worth? Geil, sag mir. This costs like 800 Euro. 800 Euros. 800 Euros. This costs like 800 Euro. 800 Euros. Ich finde sein Fell cool. Also die Farbe ist nice. Eine Woolrich Jacke. Your Sweater. Soll ich kurz überlegen müssen, was Sweater auf Englisch heißt? I have, ja, mal gemütlich aufmachen das Ganze, den ganzen Schinken, damit wir reingucken können, weil er selber nicht mehr weiß, was er anhat. From H&M. H&M, H&M, Hennes und Mauritz, für alle, die schnell Bescheid wissen, Alter. Ich glaube 30 Euro. 30 Euro, okay. Deine Jeans. Pants. These one, Primark. Okay, jetzt wird wieder Deutsch gesprochen. Okay, relativ stabiles, normales Outfit. Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, warum er genau diesen Typen gefragt hat. Ich weiß nicht, was ihn da attraktiviert hat, dass ich gedacht habe, dieser Typ ist perfekt für ein Wie viel ist dein Outfit wert Video. Das kann sich vermutlich mal nur selbst beantworten. Do you have a bag von Woolrich? Bag von Woolrich. Jetzt gehen wir mal back to the fakes. Wo sind die Fakes? Was geht, Digga? Wer bist du? Nichts bei dir, Bruder. Ich bin Oria. Was geht, Bruder? Wie heißt du? Nix, Bruder. Was geht bei dir? Ich heiße Oreo. So wie die Kekse. Du kennst, du weißt Bescheid. Freshes Outfit, Bruder. Dankeschön. Hau mal raus, wie viel ist dein Outfit wert? Okay. Der Schal, Freunde, der Schal. Ich glaube, das sieht man schon am ersten Blick, dass der nicht unbedingt originalgetreu ist. Aber schauen wir mal, was da noch kommt, ja? Mit Louis Vuitton Fake-Schal rennen ja tausende Menschen herum. Ja, fängt mit meinen Schuhen. Die sind like Off-White Pressos, 470. Okay. So, wo hast du die bekommen? Ich habe von meinem Cousin bekommen. Ich weiß nicht, wo er das bekommen hat. Fängt mit meinen Schuhen. Die sind like Off-White Pressos, 470. Ich hol mal einen zum Vergleich. Also ich muss sagen, sie sind gut gefaked. Sie sind wirklich nicht schlecht gefaked. Vor allem, naja, die Kameraqualität ist richtig kacke. Somit, nein, wo sind die gut gefaked? Also die sind vorne schon mal komplett umgebogen. Also wäre der Schuh circa so, ja, so circa trägt er den Schuh. Und erstens mal ist die Schrift hier viel ausgebleichter, was man erkennen kann. Und dieses Plastikteil ist bei ihm hier herunten. Das ist eindeutig fake. Aber 470 haben die natürlich gekostet. Ja, ganz klar. Wo hast du die bekommen? Ich habe von meinem Cousin bekommen. Ich weiß nicht, wo er das bekommen hat. Ja, ja, Klassiker. Ich habe die von meinem Cousin bekommen. Keine Ahnung, wo der das hat. Wen willst du verarschen? Socken Armani. Armani Socken. Ganz normal. Muss bei so einem Outfit am Start sein. Gucci. Also von Gucci.
Black Cat Gucci, Bruder. Gucci? Eine Gucci Jeans? Das ist mir auch nicht alle Tage. Was kostet eine Gucci Jeans? Keine Ahnung, 500, 600. 500, 600 Minimum. Gucci Jeans, klar. Dein Pullover? Ist Off-White, Bruder. Warte kurz. Was heißt, der ist Off-White? Jetzt bin ich aber gespannt auf den Pullover. Was ist das? Was ist das in Türkis? Nein! Nein! Ich weiß nicht, woher. Und mein Kollege. Okay. Oh mein Gott, was soll das sein? Meine Brudi, ich hab seine Brudi. Ja, okay. Aber ist der 100% real? Keine Ahnung, Bruder, ich weiß einfach nicht. Was kostet der? Oh mein Gott, wie sieht das aus? Guckt euch mal diese Streifen an, die irgendwo hier auf Bauchnabelhöhe sind. Das sieht aus, als hätte man das gemeinsam mit der Tante in der Kindertagesstätte gestaltet. Und die Kinder durften sich mal mit den Acrylfarben aussuchen. Oh mein Gott, was ist das für ein Scheiß? Aber ist der 100% real? Keine Ahnung, Bruder, ich weiß einfach nicht. Ja, okay, er sagt wenigstens, er hat keine Ahnung, ob der echt ist. Was kostet der? Keine Ahnung. Oder shit off. Nicht white, sondern weed. V. V. Fight. Du siehst Off-White, Digga. Ich zähl Off-White schon. Off-Fight. Off-Fight. Was soll das sein? Okay. Bezeichnung des Models ist Accident. Das finde ich passt hier absolut wie die Faust auf das Auge, denn wer das trägt, kann das nur aus Unfall getragen haben. Wer das trägt, hat blind in einer Humana-Box gewühlt und sich das Erstbeste übergeworfen. Accident, die perfekte Bezeichnung. Und cool finde ich auch, dass die Anführungszeichen nur auf einer Seite geschrieben werden. Ja? Vermutlich auch Accident, dass man die auf der anderen Seite vergessen hat. Off-Fight. Off-Fight! Der Mann, Digga! Deine Jacke, Bernstein. Bernstein 270. 270, okay. Ja. Kopfhörer. 210. Beats. So gut. Du hast auch Schmuck und so. UAG-Shirt 200. Ring von der Oma. Ja, das war schön. Fresh. Danke, Digga, das war das Outfit. Gesamt 2060 Euro. Was vergessen? Was denn? Tasche. Ah, Supreme-Tasche. 170, was? Supreme-Tasche! Wo? Allein die Supreme, nein! Einfach nein! Da steht einmal komplett schlecht Supreme so auf der Seite. Supreme. Und dann unten nochmal Supreme. Mein Gott, wie viel soll das kosten? Supreme-Tasche 170. Das Modell gibt's nicht, das gibt's gar nicht. Jetzt ist es passiert, liebe Freunde. Der Stuhl ist am Arsch. Okay, nächster Typ. Was geht, Bruder? Wer ist du? Amir, Bruder. Amir, Bruder, hau mal raus, wie viel das denn ausgewertet. Bruder, Schuhe. Hab ich, Bruder. Was hat der da an? Oh mein Gott. Bruder, 100 gekauft. 100, okay. Jeans? Jeans, heißt von H&M. 50 Euro. Okay. Das ist genau, was ich. Was hat der an schon wieder? Was hat der da an? Gürtel Off-White. Hab ich 180. Wie hat er den eingefädelt? Oh mein Gott, wie hat er diesen Gürtel eingefädelt? Wie schaut das aus und was ist das da? Hat er zwei Gürtel um oder was? Ist es normal, dass man den Gürtel so trägt? Ja, das ist meine Jacke, das ist nicht normal. Ach so, das ist die Jacke? Ja, das ist meine Jacke, Bruder. Ach so, okay. Die Gürtel ist blanke Seite. Also das gibt die beiden gar nicht zusammen? Nein, die werden das Gürtel, normale Gürtel. Wo gibt es so eine Off-White-Jacke zu kaufen? Bitte nirgends! Das ist eine Jacke. Ach so, okay. Digga, sieht zum ersten Mal fresh. Das kann jetzt auch mal sowas haben. Hat der ein Hemd dazu an? Wie kombiniert der überhaupt Dinge? Was ist das? Ein schwarzes Hemd darunter und dann dieser Supreme Bandana? Was soll das überhaupt für eine Jacke sein? Deine Jacke sieht richtig geil aus, finde ich. Bruder, ich weiß nicht, 600 bis 800 habe ich geholt. Was ist überhaupt mit diesem Kreuz passiert? Oh mein Gott. 600 bis 800 habe ich geholt. Ich glaube, schon langsam werde ich allergisch gegen Dummheit. Was hat er gesagt? 600 bis 800? Ich weiß nicht, 600 bis 800 habe ich geholt. Dreh dich mal um. Off-White-Jacke, ne? Ja. Was geht, wer ist du? Hi, ich bin Daniel. Wir hatten dich auch schon mal mit einem Video, ne? Ich glaube schon, ja. Mit einem Supreme LV-T-Shirt. Pullover. Pullover war das. Wie viel ist dein Outfit wert? Nein, das war der. Dein Oberteil. Auch Supreme und Louis Vuitton, ne? Ja. Sorry, das ist von Ellie Hansen. Ellie Hansen. Okay, die Jacke ist geil, Leute, die feier ich. Sieht ja gut aus. Okay, ich glaube, heute ist er real unterwegs. Er dürfte dazugelernt haben, der junge Mann. Die Jacke selbst finde ich mega stabil. Also, dieses Gelb sehr, sehr flashig, aber der Sessel drückt mir in den Arsch, Alter. Ich sitze einfach nur mit so einer halben Arschbacke oben. So eine Arschbacke sitzt oben, die andere hängt unten. Hugo Boss? Hugo Boss.
Und die Gurtel ist alles geschenkt bekommen. Die Gurtel ist alles geschenkt bekommen, denn wenn man es geschenkt bekommt, dann fragt man nicht nach, ob es echt ist oder nicht. Und hat natürlich auch keine Informationen darüber. Also, er hat noch nicht ganz gelernt, ja? Ist der Original? Ja, ja. Na, natürlich ist der Original. Der Typ mit dem Supreme Louis Vuitton Fake Pullover wird doch keinen Fake Gucci Gürtel tragen. Also, wie kommt man denn nur auf so eine Idee? Deine Schuhe. Ja. Meine Schuhe ist Yeezy Sesame. Das ist von Foot Locker. Ja, nehme ich ihm ab. Die sind bestimmt original oder ziemlich wahrscheinlich original, weil die gab es einfach in einer Stückzahl von, ich glaube, 1 Million oder so. Da hat jeder den Schuh bekommen, den wollte. Das, was er Kanye West immer schon gepreacht hat. Irgendwann wird jeder, der einen Yeezy haben möchte, einen auch bekommen. Foot Locker. Black Friday. 220 Euro, ne? Ja. Ist er gut? Findest du ihn fresh? Ja, klar. Ja, sicher findet er den fresh, weil das der erste originale Yeezy ist, den er zu Hause im Schuhkasten hat. Normal. Yeezy Sesame, ich weiß nicht. Einige sagen Sesam. Ich sag auch Sesam. Ich hab gehört, dass der Yeezy Sesame heißt. Auf jeden Fall cooles Outfit, der Endbetrag. Eine Frage. Kannst du das leisten? Also ich arbeite. Minijob. Nimm Job, okay. Okay, nice, Digga. Danke dir auf jeden Fall. Er arbeitet in einem Nebenjob und trägt ein Outfit um 870 Euro. Also diesen Nebenjob hätte ich auch gern. Ja, ich glaube, das war's für heute. Ich habe eigentlich genug. Ich bin mit den Nerven komplett am Ende. Auch mein Sessel ist komplett... Der ist komplett durch, ne? Guckt euch das mal an. Ja, scheiße. Ja, das war's mit meinem Sessel, das war's auch mit diesem Video, liebe Freunde. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr lachen musstet, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt in die Kommentare, was ihr am gestörtesten und am dümmsten gefunden habt in diesem Video und vor allem auch in Mahans Video. Ich werde mir jetzt gleich mal einen neuen Sessel bestellen und hoffentlich dann schon im nächsten Video verwenden. Freunde, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, lasst ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Bleibt auf alle Fälle gespannt. Bis zum nächsten Video. Euer Maximilian.